Willkommen zum dritten Video unserer neuen Vlogging-Reihe. Ich bin Dominik Rock, Sänger und Gitarrist der Band Sick and Fancy und heute möchte ich euch unseren Schlagzeuger Dennis Reimer vorstellen. Hi. Dennis, wie oder wann ging es bei dir los mit dem Schlagzeugspielen? Boah, schon relativ früh. Ich glaube, ich habe mit 10, ja, so ziemlich mit 10 habe ich angefangen. Erst in der Blaskapelle eigentlich. Gut, da habe ich dann aber auch ziemlich bald wieder aufgehört und dann, ja, mit 14, 15 die erste Band. Und gleich Schlagzeug oder gab es vorher ein anderes Instrument? Nee, war immer schon Schlagzeug und eigentlich nichts anderes. Und was sagen die Eltern, wenn man Schlagzeuger werden will? Was da die Eltern sagen? Ich kann mir vorstellen, das trifft nicht gerade auf Begeisterung, oder? Nein, das war alles, die haben das auf jeden Fall akzeptiert. Gar kein Problem, auch mit dem ganzen Krach, was da einhergeht. War ja, man braucht ja dementsprechend auch irgendwo einen Raum, am besten im Keller, wo nicht irgendwie ja, war von der Lautstärke her das ganze Haus. Doch, war eigentlich mein Kinderzimmer. Mein Kinderzimmer. Meine Mama war da sehr strapazierfähig, sagen wir es mal so. Gar kein Problem. Eigentlich nie ein Thema. Die war froh, dass ich keinen anderen Quatsch gemacht habe. Ja. Und was war dann dein erstes Set? Mein erstes Set war ein Marpex Saturn in Weiß. Das weiß ich nur. Das war ein relativ gutes Set. Marpex hat früher wirklich qualitativ ordentliche Instrumente gebaut. Ist das ein deutscher Hersteller, oder? Nein, das war Chinese. Das war früher so ein Nischenhersteller, der dann wirklich, sage ich mal, am Anfang niederpreisige, aber gute Instrumente. Das war schon Birke, das Holz war wirklich ein gutes Instrument. Also mit dem habe ich relativ lang gespielt. Also das war, habe ich heute sogar noch Hardware davon. Also nach 25 Jahren funktioniert die immer noch. Ja, geil. Also doch, das kann man schon empfehlen, das Ganze. War da ein Beckenset gleich dabei, oder? Oder hat man das dann separat dazu kaufen müssen? Das habe ich damals mit Becken gekauft, genau. Das habe ich aber gebraucht gekauft. Früher war das ja im Internet nur nicht ganz so, das hat man im Musikladen dann noch. Ja, mit Thomann und Co., das war damals noch nicht so. Genau. Nein, genau, das hat man über Anzeige im Musikladen, habe ich das dann nur so gekauft. Da war ein Satz Meinl-Becken dabei. Doch, das war eigentlich schon ein ganz brauchbares Set am Anfang. Also der Name sagt mir auch was, habe ich schon mal gehört. Ja, die sind mittlerweile, bauen die wirklich, wirklich gute Instrumente. Also da sind die Chinesen schon mittlerweile relativ fit, muss man sagen. Ja. Ist ja auch bei der Gitarre mittlerweile so. Ne? Also in der 90er war es ja Japan erst, wo so den Amis Konkurrenz gemacht hat. Und mittlerweile sind es natürlich auch die Chinesen. Ja. Ja, die haben recht gute Fertigungsstandards, muss man wirklich sagen. Und ja, die teuren Instrumente wie dann Tama, Pearl, das hast du dann, sage ich mal, mit 14 halt doch noch nicht leisten können, nicht leisten wollen. Mhm. Genau. Ja, klar, anfangs weiß man ja noch nicht so recht, auch als Vater oder Mutter, wohin geht die Reise? Macht der Sohnemann das über ein Jahr oder länger und dann ist wieder langweilig und man interessiert sich doch nicht mehr für so das Instrument und es kommt was anderes oder so. Gerne. Fängt manchmal billig an. Ja. Das war bei mir auch nicht anders. Ja. Hat aber auf jeden Fall ordentliche Fälle drauf und dann hat das Ding schon was hergemacht. Also meine erste Gitarre war eine, wie hieß die? The Animal hieß die. Das weiß ich noch. Auch weiß, eine Strat mit schwarzem Schlagbrett. Sah furchtbar aus. Richtig hässliches Ding. Aber ja, für den Anfang hat's gereicht. Okay, nächste Frage. Mit welchem Künstler wolltest du schon immer mal jammen? Also wenn jetzt der Dave Grohl kommen wird, mit dem würde ich definitiv mal eine Runde spielen. Ich glaube, da wird keiner von uns Nein sagen, ja. Also bei mir wäre es aktuell der Ben Thatcher von Royal Blood, da hätte ich richtig Bock drauf, mit dem mal eine Runde zum Zocken. Was ist denn dein absolutes Lieblingsalbum? Was würde Schmidt auf die einsame Insel nehmen? Ja, da müsste wahrscheinlich definitiv auf jeden Fall The Color and the Shape von der Fuß müsste mit The Police wäre auch. Ach, das wusste ich gar nicht, dass du auf The Police stehst? Ja, früher auch ganz. Stuart Copeland müsste mit. Definitiv. Also. Und was Sting dann später gemacht hat, findest du das auch noch gut? Oder? Also Sting Solo, beziehungsweise ja, als Sting selber, fand ich es jetzt nicht mehr so berauschend.
Also das waren die alten Sachen wie Roxanne war ja von genau, The Police. Genau, das waren halt einfach die Reggae-Einflüsse vom Stuart Copeland war einfach, das hat's ausgemacht. Ja, war eigentlich auch damals so einer der berühmtesten Drummer gewesen, oder? Der war damals, sage ich mal, schon mit unter State of the Art, würde ich sagen. Also top of the notch. Da war vielleicht noch Jeff Porcaro und zwei, drei andere, Simon Phillips. Aber sonst war das schon eine Nummer. Er war, glaube ich, auch ganze Zeit lang einer der Besten. Die hatten aber auch ganz schön Stress in der Band, gell? Ich habe da Videos gesehen, die haben sich ganz schön gefetzt. Meine Fresse, da ging es richtig ab, ja. Ja, ich glaube, die waren nicht unglaublich gut befreundet, beziehungsweise da trafen sehr starke Charakter aufeinander. Durch das, dass da natürlich auch jeder extrem gut war und da seine Sachen durchsetzen wollte, glaube ich, dass das gar nicht so einfach war. Ja, klar. Obwohl das, was zum Schluss rauskommen ist, auf jeden Fall. Ja, also das Ergebnis zählt, klar. Ja. Genau. Ja. Aber ich denke, ja, war wahrscheinlich auch ein Grund für Sting dann irgendwann mal zum sagen, hey, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Also könnte mir gut vorstellen, wenn das ein bisschen harmonischer gewesen wäre, dass sie länger beieinander blieben wären. Genau, deswegen gab es, glaube ich, auch keine Tournee mehr irgendwann. Ich glaube, eine noch und da war danach dann auch ziemlich gleich. Ja, die haben sich nochmal zusammentan. Genau, ja. Aber das lief nicht unglaublich. Da habe ich erst was drüber gelesen. Ja, ja, genau. Okay, was war als Zuschauer die beste Live-Show, beste Band, die du live gesehen das hast? Das ist eigentlich auch ganz einfach. Das war die Foo Fighters in Hamburg. War das. Es war auf jeden Fall noch vor Corona, also ich glaube 2018 oder so, haben die mal noch in Hamburg gespielt. 70.000 Leute. Auf der Trabrennbahn war das. War das ein Festival oder? Nein, das war nur ein Foo Fighters Konzert. 70.000? Ja, das war immens. Da sind wir aufgeflogen und. Ja. Also das war schon legendär. Witzig, weil legendär. Bei mir waren es auch die Fuß 10 Jahre davor, 2008 auf dem Southside. Das war auch. Unglaublich gut. Also ja, die haben schon polarisiert. Denen hätte schon dein letztes Hemd gegeben in dem Moment. Ja. Da war der Taylor Hawkins ja nur am Schlagzeug, also das war. Und wie war die Stimme vom Dave? Hat er es noch hinbekommen? Weil letztes Jahr war es ja schon so, also ich habe mir auf YouTube einige Videos angeschaut und stellenweise, gerade bei Pretender zum Beispiel, da so hohe, intensiv gesungene Stellen, die hat er dann teilweise eine Oktave drunter gesungen. Klar, der tourt ja auch wahnsinnig viel, spielt jede dritte Nacht irgendwie. Fleißig, der Mann. Fleißig. Einen heftigen Auftritt, dass da die Stimme irgendwann mal nicht mehr mitmacht, ist klar. Aber wie war es da? War super. Also. Ja. Also bei mir auch noch, da hat er das gesungen wie auf den Alben. Es war echt. Also das war jeden Cent wert, absolut. Also er macht natürlich auch eine Show, muss man ganz klar sagen. Und das ging auch relativ lange. Ich glaube, die haben 2,5 Stunden lang gespielt. Also krass, das ist schon heftig lang, gell? Ja, das war echt heftig. Also für uns ist ja eine Stunde schon hart. Also da läuft uns ja echt schon das Wasser runter, gell? Und man ist schon so irgendwo fertig nach einer Stunde. Also 2,5 Stunden ist krass. Okay, stell dir folgendes Szenario vor. Thomann ladet dich ein, darfst dir mitnehmen, was du willst, for free. Was würdest du mitnehmen? Also, eigentlich habe ich ja prinzipiell keinen Platz mehr. Voll lauter Instrumenten. Das ist gut. Aber prinzipiell natürlich das eine oder andere, also eine Sonor, Bronze Snare wäre definitiv dabei, oder? Ein Gretsch USA Custom. Wenn es jetzt nur ein Teil wäre, die Snare. Wenn es nur ein Teil wäre, dann glaube ich, würde ich die Snare nehmen, ja. Und wo liegt die preislich? Puh, die ist auch relativ teuer geworden. Also ich glaube, mittlerweile kostet sie 3.000 Euro. Boah, also, heftig. Ja. Aber die hat, glaube ich, vor 2 Jahren bloß, ich sag mal, nur 2.000 kostet. Vor 5 waren es nur irgendwo 1.400. Also das Ding wird stetig teurer. Mhm. Das kennt nur eine Richtung. Genau, das ist aus der Artist-Serie und eigentlich hätte sie schon viel früher mal kaufen sollen, aber jetzt ist es halt schon so. Aber die würde ich wahrscheinlich mitnehmen, ja. Von welchem Künstler? Wenn es eine Artist-Serie ist, dann ist das. Das ist eine extra Artist-Serie von Sonor, die ist jetzt nicht für irgendwelche Künstler gebaut, sondern nur für Artisten quasi. Genau. Du hast ja auch so eine Taylor Hawkins-Snare, hast du mal erzählt, gell? Genau, ich habe so ein paar Signatur-Snare-Drums. Signature, sagt man da. Genau, das sind dann andere Serien. Ich habe da,
Taylor Hawkins habe ich eine. Benny Grapp, so ein relativ guter Endorser. Der ist auch in Deutschland extrem bekannt. Okay, dann habe ich noch ein Szenario für dich. Du machst das Booking für Rock im Park. Welche drei Bands dürfen nicht fehlen? Muss es die noch geben? Weil nee, das Problem nee. Ist... Die können sich auch schon aufgelöst haben. Ja, okay. Viel Musik, wo es eigentlich dann quasi gar nicht mehr gibt. Dann nimm mal an, du machst das in der 80er oder in der 90er. Wenn es jetzt alte Bands sein sollen, oder? Ja, also dann würde ich auf jeden Fall mal Police mitnehmen, natürlich. Dann die Foo Fighters dürfen natürlich auch nirgends fehlen. Das ist halt so. Das ist ja bei uns, glaube ich, bei alle drei. Ja. War bei Martin auch so, ja. Bei mir auch, ja. Was ich wirklich geil fand, war Smashing Pumpkins. Mhm. Die habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, die waren auch wirklich gut. Die kann man schon auch brauchen. Ja, dann haben wir ja eigentlich schon drei, oder? Ja, und Rival Sons würde ich natürlich auch noch mitnehmen. Rival Sons, da bin ich noch gar nicht so fit mit. Muss ich mal nur reinhören. Ja, die sind mittlerweile ziemlich am Kommen, sagen wir es mal so. Also, eher so die Newcomer-Richtung, oder? Ja, die gibt es schon seit ein paar Jahren, aber die sind eher in den USA relativ bekannt. Genau. Und jetzt so langsam auch hier in Europa. Genau. Also die Shows sind auf jeden Fall immer ausverkauft. Ich wollte, glaube ich, letztes Jahr mal nach München. Die war ziemlich klar ausverkauft. Also da muss schon relativ fix sein, um die... Welche Richtung geht der Sound? Ja, der geht schon auch so in Richtung Greta von Fleet. Also das ist eher schon... So moderner Classic Rock, oder? Ja, genau. Zu wie viel stehen die auf der Bühne? Die sind schon auch zu viert, glaube ich. Zu viert? Ja. Da muss ich noch reinhören. Und jetzt noch eine schnelle Fragerunde. Beatles oder Stones? Beatles, natürlich. Siljan oder Paste? Das ist gar nicht so einfach. Ich spiele beide. Ja, das wusste ich, ja. Also ich würde sie beide nehmen, aber wahrscheinlich, wenn es hart auf hart kommt, würde ich Siljan nehmen. John Bonham oder Josh Fries? John Bonham. Ja. Hilft nix. Hilft nix. Sind zwar beide gut, aber... Okay, cool. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. So viel dazu.